Mein Name ist Karl-Heinz Haag. Ich bin zweiter Vorsitzender des Seniorenrats und zeitgleich auch Koordinator der Rollator-Moderatoren der Kreisverkehrswacht. Heute wurde bei unserer Veranstaltung viel geboten. Die teilnehmenden Senioren wurden eingewiesen im sicheren Überqueren der Straße. Auch Diebstahlsicherung haben wir Tipps gegeben. Dann durften sie 4 Stationen durchlaufen, der Rollator wurde überprüft, dann leichtes Bewältigen des Bordsteines, sicheres Hinsetzen und Aufstehen mit und am Rollator und dann zum Schluss noch einen kleinen Parcours, um die Geschicklichkeit zu fördern, enge Kurven zu meistern oder auch kleine Hindernisse, die sich auf der Straße bieten können, locker und leicht zu überwinden. Und warum da vorne auch immer dran denken, das soll nicht werden, nie schräg rum, immer im rechten Winkel. Bremsen und dann bremsen, bremsen. So, und jetzt soll er runtergehen. So, bremsen, bremsen. Genau. Gut. Jetzt schauen wir. Da, Heidi durchkommen. So, nochmal die Hilfe oder noch? Jawohl, geht gut, ne? Super. Organisator der Veranstaltung ist der Seniorenrat und die Moderatoren der Kreisverkehrswacht sind vom Seniorenrat eingeladen, hier die fachliche Seite zu erfüllen. Ich bin hier zu Besuch, um meinen Rollator mal zu kontrollieren zu lassen. Das hat mir gut gefallen. Ich habe noch Tipps gekriegt, wie man noch besser laufen kann damit. Ich habe ein paar Tipps bekommen, wie man zum Beispiel über den Randstein runter und rauf fährt und auch beim Sitzen wieder aufsteht und den Rollator nicht wegfährt. Die Veranstaltung war sehr gut. Aha. Und ich gehe also etwas besser nach Hause. Sie bekommen von uns noch für die Teilnahme eine Bestätigung, dass Sie an dieser Unterrichtung teilgenommen haben. Und mit Erfolg teilgenommen haben und wir wünschen Ihnen auf Ihrem weiteren Weg alles Gute. Wenn Sie mal Hilfe brauchen, können Sie uns vom Seniorenrat anfordern und bekommen jederzeit über das, was Sie wissen wollen, Auskunft. Mhm. Das war ungefähr vor 2 bis 3 Jahren, als ich beim Blick über den Gartenzaun feststellte, dass die Rollatorennutzer irgendwas nicht ganz richtig machen. Und dann habe ich mich erkundigt und es gab schon in anderen Bereichen Rollator-Fahrschulen. Und dann habe ich einen Träger gesucht und das hat die Kreisverkehrswacht dankenswerterweise übernommen. Und dann wurden wir heute im Juli nach den Corona-Ausfällen zu Moderatoren ausgebildet. Und das ist heute im Landkreis unsere Premiere. Und wir waren schon sehr nervös, ob das auch gut funktioniert. Ich freue mich sehr, dass es heute so gut geklappt hat. Weil das erste Mal sowas aufzuziehen, ist immer mit Gefahren verbunden, das nicht optimal zu gestalten. Aber das war es. Als sehr erfolgreich würde ich es sehen. Und was mich sehr gefreut hat, dass auch die Senioren die Anregungen aufgenommen haben. Und wie man sieht, hat einer der Senioren den Parcours 5-mal durchfahren, weil es ihn so gut getan hat, wirklich noch den einen oder anderen Tipp aufzugreifen und in die Praxis umzusetzen.
Wir hoffen, dass in der Zukunft die anderen Seniorenbeauftragten der Gemeinden und der Städte oder auch die Seniorenvereine auf uns zukommen und uns um Unterstützung bitten, dass wir vor Ort dann das gleiche Programm anbieten. Ist, so wie es ausschaut, wird in Uffenheim, Scheinfeld und in Dischbeck eine der nächsten Veranstaltungen sein, weil die Moderatoren in diesen Bereichen schon darauf warten, zu starten zu können, wenngleich die Pandemie sie bislang immer noch eingebremst hat.